Hallo, hier ist Tabitha Kaniel und heute möchte ich euch zeigen, wie ich mit der GX8 ganz einfach ein Bild im manuellen Modus belichte. Keine Angst vor den vielen Einstellungen, ich verspreche euch, dass der manuelle Modus sogar oft einfacher ist als die Automatik. Also, los geht's! Fotografin aus Köln, wohne und arbeite aber momentan in Florenz. Bei meinen Shootings belichte ich alle meine Porträts im manuellen Modus. Da habe ich die maximale Kontrolle und ich kann ISO, Blende und Belichtungszeit selbst definieren. Und die Kamera macht dann die Fotos genau so, wie ich möchte. Einige von euch trauen sich da vielleicht noch nicht so ganz ran. Was soll man wo einstellen und was macht die Einstellung eigentlich? Das kann ich absolut verstehen. Aber dafür liebe ich meine spiegellose Kamera. Da sieht man nämlich auch schon direkt vor dem Auslösen am Display, wie das Bild aussehen würde, wenn ich jetzt wirklich auf den Auslöser drücken würde. Also egal, an welchen Einstellungen ich rumdrehe, ich sehe sofort, was sie jeweils bewirken und das ist einfach praktisch. Das erleichtert die Arbeit und alles geht schneller. Folgt mir jetzt einfach mal bei meinen Einstellungen. Ich weiß, dass ich meine Porträts sehr offenblendig machen möchte. Blende 1.4 ist also definiert und die wird auch nicht mehr verändert. Da ich Menschen fotografiere, möchte ich generell auch nicht länger als 1/160 belichten. Ich möchte ja, dass das Model sich frei bewegen kann und das Bild trotzdem nicht verwackelt. Wenn ich viel Licht habe, dann schaue ich, dass der ISO-Wert auf jeden Fall so niedrig wie möglich ist. Wenn ihr so vorgeht, ist die richtige Belichtung super einfach. Lasst euch daran nicht von irgendwelchen Werten oder Skalen am Display irritieren. Achtet einfach auf das Foto. Wie sieht es aus? Gefällt mir der Look? Möchte ich es heller oder dunkler haben? Und so weiter. Also, probiert's mal aus. Traut euch ran und denkt dran, dass ihr immer seht, was ihr einstellt und was welche Einstellung macht. Also, ist echt einfach und ganz ohne böse Überraschungen. Bis dann, eure Tabitha.